Nutze L. Was, L1? Showtime, Kumpel. Kann ich eigentlich auf den zielen oder so? Das ist übel. Oh nein. Hier stimmt was. Schluss mit Laufen! Zeit für die nächste Show. Mir macht nichts. Warte mal, ich will mal was probieren. Okay. Das ist aus Star Wars Battlefront, da war das auch gewesen. Wenn die überhitzen, dann hast du. Aber es ist interessant, dass du hier wieder von vorne anfängst und nicht etwa da, wo du gestorben bist. So, was heißt denn hier sabotieren? Okay. Dann sollte jetzt eigentlich keine. Oh. Nein! Ich bin zu früh. Manchmal ist es ein bisschen tricky. Oh, den haben wir vorhin, glaube ich, nicht mitgenommen. Nee, den habe ich nicht mitgenommen. Ist der noch? Oh Gott. Achso. Das ist mehr wert als Brams Kantine. Okay. Gut, die Barriere sollte deaktiviert sein. Ah, jetzt haben wir hier einen Speicherpunkt, okay. Hier noch irgendwo was? Schacht öffnen? So, den machen wir hier weiter. Na, da bin ich ja mal gespannt, wenn wir das hier voll haben, was wir uns denn da bauen können. Okay, hier kommen wir ja bloß denn da vorne raus. Interessiert mir jetzt erstmal ja nicht. Aber wir müssen ja sowieso dahin. So, haben wir jetzt hier alles? Nicht, dass ich hier was übersehe. Ich möchte nichts übersehen. Aber es sieht fast danach aus, als wenn wir alles haben. Kommst du nirgendwo rein hier? Los, der Tresorraum wartet. Diese
dieser Datenstifter. Denjen, ich bin im Turbolift. Beeil dich. Wie lange dauert es, bis die Kanto-Polizei hier ist? Das ist Sliros Gebiet. Hier kommt keine Polizei her. Ja, nur noch mehr Serik Besh. Was war das? Die kommen in unsere Richtung! Da ist er. Der Tresorraum. War da eigentlich hier noch irgendwas? Durastahl. Also, den brauchen wir bestimmt auch. Das ist doch CC-Stimmmodulator. Naja, das haben wir ja schon. Oh, ihr habt das aber eine Menge Geld hier. Mikesh, was ist los? Was ist los? Mega sind du schon wieder. Hört mich jemand? Wir haben Blasterfeuer innerhalb des Anwesens. Hallo! Ich brauche Verstärkung am Tresorraum. Ich habe die Barriere. Okay. R2 Hecken. Ach ey. So, finde die richtigen Glyphen, die richtige Glyphenkombination, bevor die Zeit abläuft. Glyphe ist korrekt, aber an der falschen Stelle. Glyphe ist richtig. So, das ist aber an der falschen Stelle. Okay. Achso, das ist jetzt hier. Ah, alles klar. Na schön. Ich habe die Sicherheitsvorrichtungen ausgeschaltet, Denjen. Der Weg ist frei. Geht zum Tresorraum. Wir räumen hier draußen auf und treffen uns dann drin. Kennt ihr diesen Typen, der immer über Twitch so Tutorials macht? Oder Nielsen? Der sieht so ein bisschen aus wie Nielsen. Okay, wir sind jetzt hier. Wow! Hi, ja, ich muss da rein. Denjen, ich bin am Tresorraum, aber hier ist ein Droide. Ah, du bist beim TT8L. Gut, das Passwort ist Grandiocha. Was auch sonst. Hey, komm zurück! Ich weiß, dass du da drin bist. Name Guido. Grandiocha. Hallo? Ist das ihre übliche Masche, diese... Ich muss da der rein. Tresorraum. So sieht also richtiges Geld aus.
machen wir ihn auf. Okay. Hä? Huh? Der Passwortknacker minus 1. Du bist nicht der Rekbesh. Was ist das? Wo ist mein Geld? Ich könnte Hilfe brauchen. Es war alles richtig, der Code war gut. Asara, gefunden? Nein, aber die Sache mit Sliro und Zerek Besh, sie ist wahr. Wir müssen los. Du wirst bezahlt, wenn wir sicher sind, versprochen. Was? Keine Bewegung. Entweder zahlt ihr jetzt oder zahlt einfach. Wir sind die Rebellenallianz. Und? Wir müssen los. Komm zu uns. Kämpf mit uns für die Zukunft der Galaxis. Was zahlt ihr? Dafür haben wir keine Zeit. Wenn ihr nicht... Hey, der Bimba. Augen auf, Kay. Es geht los. Bringt Glück. Die Auswahl des Ziels ist entscheidend. Ist das ihre Mutter? Siehst du, die bemerken uns nicht einmal. Du bist ziemlich jung für eine Diebin. Ich... Wo bist du? Hab's vermasselt. Vorsicht! Hey! Seit sie von ihrer Mutter verlassen wurde, stand Glubig in dem Glossar, ne? Willkommen zurück. Und? Was hast du gelernt? Es ist nicht immer jemand für dich da. Schlaues Mädchen. Okay, ich kann's erklären. Du musst Sliro sein. Deine Freunde sind fort. Freunde? Welche Freunde? Wie lange gehörst du schon zur Rebellenallianz? Du meinst es ernst? Was wollen die Rebellen von Zerek Besh? Hör mal, ich kenne keine Rebellen, aber ich kenne andere Leute. Lass mich gehen. Ich finde es raus und wir klären das gemeinsam. Du musst dir was Besseres einfallen lassen. Er schießt sie! Ich darf hier nicht leben, Bruce! Oh, du bist immer da, wenn ich dich brauche, Nex. Okay, okay. Wie komme ich hier raus? Wieso sieht der hier so aus, als wenn ich das öffnen könnte hier? Nein, kann ich nicht. Schnapp sie, die Nix! Nicht nachlassen! Jetzt sind nur noch wir beide da. Bühne frei, Nix! Komm schon! Ah, warte mal, ich habe ja hier einen Nahkampfskill. Warte mal. An und dann. War das nicht L3 irgendwas? Jetzt geht's los! Zeig, was du drauf hast, Kumpel! Nein. Okay, wir haben keine Fiole mehr. Da sind aber noch Fiolen. Okay, wir haben wieder eine Fiole. Wir haben die zweite Fiole. Es wurde in das Anwesen eingebrochen. Hat die hier irgendwie einen... Oh, was ist das denn?
Es muss einen Weg hier rausgeben. Nix, geh in Deckung. Okay. Sind alle so aufregend. Nix, mach keinen Mucks. Ich will ein Todesmahl an ihr, sofort. Ein Vermögen für den, der mir ihren Kopf bringt. Es wird keinen Ort in der Galaxis geben, an dem sie sich vor mir verstecken kann. Bitte sei kein Müllschlucker. Moli, 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 moli. Heilige. Oh, schon der zweite Auftrag, der schiefgelaufen ist, Nix. Das ist mehr als nur Pech. Sie sind die schlechteste Diebin überhaupt. Hier haben wir jetzt raus. Was willst du dazu sagen, ja? Aber diese Dreckschweine, Alter, hat er uns betäubt und da liegen lassen. Die hätten uns doch mitnehmen können. Oh, sieh nur, das ist das alte Schiff. Neuer Plan, Nix. Wir stehlen es und fliegen hier raus. Ja, das klingt für mich auch gefährlich. Ich muss mich konzentrieren. Nix. Jag es hoch. Lass ihn nicht entkommen! Ja, danke für eine Lektion! Schalten Sie aus! Nix, die Tonne da! Ich schieße auf jeden, der mich bring mir das Bug da nicht! So. Gut so nix! Nix, nimm das Bug da. Klauen wir jetzt echt noch den sein Schiff jetzt, oder was? Tot? Ach, verdammt. Ich war zu dicht an der Explosion. Das war ein bisschen dicht an der Explosion. Scheiße. Komm, oh. Sie weg! Hier lang! Schon dabei, Chefin. Ich befehle euch, hier aufzuhalten. Können wir den essen? Bescheid, wenn ihr was seht! Ich hätte schwören können.
Ruhig. Konzentrier dich. Haltet mal die Klappe! Scheint weg zu sein. Los, lenk sie ab, Nix. Was ist das für ein Ding? Nein, da war auf jeden Fall etwas. Hey, verzieh dich! Oh, ekliges Vieh. Da war nichts. Na, wo ist denn jetzt das Ding hier zum Arm gereicht? Explosion, nie. Jag das Fass hoch, aber pass auf. Hoch. Irgendetwas stimmt hier nicht. Kommt! Da kommen sie! Hauen wir ab! Hilf jemand! Sie sehen uns nicht! Macht sie alle platt! Was ist das? Pustet sie weg! Tot. Versteck dich, Nix! Komm schon! Das sind jetzt noch, Mann, jetzt muss ich wieder von vorne anfangen, Alter. Das ist richtig mies. Das, schnapp sie! Aber sicher! Alles sauber, entspannt euch. Das schaffen wir nicht. Das war Glück. War kein Glück. Okay, bei manchen Situationen ist das Schleichen der bekloppteste Weg, finde ich. Da kommen sie! Hauen wir ab! Soll das ein Witz sein? Das wirst du nicht überstehen. Jetzt wir beide. Die lassen einfach nicht nach! Ich habe keine Ahnung von dir. Nur einer von uns überlebt hier. Wir sind festgenagelt. Die lassen nicht locker. Die sitzen fest. Keine Ahnung. Sag mal, Junge, wie viel schicken die denn da? Eine ganze Garnison? Garnison? Also ich muss jetzt gerade sagen, das ist nochmal richtig... Wir sind dort entlang.
Ich glaube, wir dürfen hier nicht kämpfen, oder? Ich befehle euch, sie aufzuhalten. Moment. Mach dich bereit, Nix. Was? Nix, hol mir das Bagdad. Stiehl das Schiff, sagen sie. Wir gehen da einfach gut rein jetzt. Gut gemacht, Kleiner. Dann machen wir es mal auf die harte. Da kommen sie. Hauen wir ab. Machen wir eben auf die harte Tour, ganz genau. Wisst ihr überhaupt, wie man da fliegt? Ist wie Gleiterfahren, oder? Nein. Der war's nicht. Tut mir leid. Macht Spaß. Los geht's! Ha, na also, die Barriere ist weg. Puh, und los geht's! Heiliger, ich hab auch wieder. Das war etwas knapp. Fast geschafft. Alter. What the fuck? Bring mich hier raus. Nein! Hör's doch, du Mistding! Tashara. Hauptsache weg hier. Oh je, nein, wir sind... War ja klar, wir stranden jetzt hier irgendwo. Alles gut. Hallo, kleiner Biber, hallo, kleiner Eltis. Jagdsaison? Wo? Oh. Freunde der Sonne, wir haben die geschafft. Star Wars Outlaws. Wir haben es geschafft, vom Planeten runter. Ich bin ja begeistert. Ach, geschafft. Irgendwie. Vor allen Dingen dieses Fliegen hat sich gerade so angefühlt, so hast du ja gesehen, wie ich gegen gefahren bin. Also jetzt hat man so, was muss ich hier machen? Komm schon. Was muss ich hier machen, verdammte Axt? Die hat nichts von nichts Ahnung. Hallo? Wie kann man so viel Pech haben? Wie kann man überhaupt noch leben mit dem ganzen Pech? Oh, was haben wir denn da? Ein Jacket. Staubplanet. Tut mir leid. Ich dachte, du gehörst zu denen. Hä?
Na toll, wir... Viele neue Freunde heute. Hey, wir müssen das nicht tun. Ohne die Beute gehen wir hier nicht weg. Kann ja alles drücken hier, oder was? Drücke R3 und L3. R1. Jawohl! Holy, oder was? So, Freunde der Sonne, an der Stelle machen wir erstmal Schluss. Und wir haben es geschafft. Wir sind von Planeten runter. Wie wir das geschafft haben, keine Ahnung. Also, die hatten mehr Glück als Verstand. So. Wir sind vom Planeten runter, haben keine müde Mark gekriegt. Also, wie man so schön sagt. Das war ja mal alles andere. Du greifst da den euren Warlord, sag mal, den Gangsterboss da an. Du willst dem da was klauen. Und im Endeffekt passiert da erstmal gar nichts. Du wirst jetzt gesucht für eine Sache, die, ja, du hast ja keinen Nutzen da draus gezogen. Also du bist da zwar eingebrochen, aber du hast ja nichts gekriegt. Und was ist denn das für eine tolle Rebellenallianz? Hoffentlich sind wir hier bei der Bösen hier, doch. Hoffentlich sind wir hier imperiumsnah und versuchen ja irgendwie unseren Hals aus der Schlinge zu ziehen und kämpfen mal gegen das Gute, sag ich mal. Das wäre natürlich richtig cool, richtig nice. Aber als Schmuggler, naja. Bist du da auf irgendeiner Seite? Keine Ahnung. Sind wir Schmuggler? Nee, wir sind Dieben, ja. Wir sind Verbrecher. Naja, mal gucken, wo das noch hinführt. Freunde der Sonne, ich mache, wie gesagt, an der Stelle erstmal Schluss und wir sehen uns dann hier in der nächsten Folge hoffentlich wieder. So. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tschüss.